Das Jahreshoroskop 2023 für alle Wassermänner. Und dein Spruch des Jahres lautet: Deine Herausforderer sind weiterhin Uranus und Saturn. Nun kommt auch Pluto dazu und Jupiter pusht dich in unterschiedlicher Form. In der Liebe kann es sehr interessant werden und vier Finsternisse stehen mit dir im Kontakt. Ja, für dich, mein lieber Wassermann. Und meine lieben Wassermann-Aszendenten, wieder beginnt für dich ein aufregendes und bewegendes Jahr. Ich beginne gleich bei dir mit dem Glücksplaneten Jupiter. Er ist schon seit Dezember 22 mit dir im Kontakt und er fördert dich noch bis zum 16.05. im harmonischen Winkel zu dir. Damit kannst du viele deiner Vorhaben in Bewegung bringen und auch große Erfolge produzieren. Jupiter im Widder bringt Abenteuer und Pioniergeist mit. Und Jupiter will die Dinge um uns herum einfach größer und weitermachen. Das passt natürlich gut auch zu deiner Grundveranlagung. Und wenn du auf Reisen gehen möchtest, dann unterstützt dich dieser Transit darin, auch neue Dimensionen in deiner Vorstellungskraft noch zu erkunden, was da alles noch so möglich ist und kommen möchte. Am vorteilhaftesten sind Unternehmungen allerdings, wenn du sie zum Beispiel mit Freunden in die Wege leitest, was natürlich auch super gut zu dir passt. So, ich stelle mich jetzt erstmal vor. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige, für Führungskräfte, für all diejenigen, die gern ihr Leben selbst in die Hand nehmen möchten. Ich coache und berate Menschen darin, wie sie die Macht der Zahlenwirkung von Numerologie und Astrologie ganz konkret für ihre geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Entscheidungen nutzen können. Wenn das für dich ein spannendes Thema ist, dann komm ganz einfach zu mir in ein Beratungsgespräch unter www.bärbel-roy.de. Auf den Menüpunkt Beratung klicken oder du schreibst mir einfach eine E-Mail. Auf meiner Webseite oben rechts ist auch die E-Mail-Adresse eingelassen. Ansonsten ist sie auch immer unter all meinen Veröffentlichungen mit eingetragen. Ja, ab dem 17.05. wandert Jupiter in den Stier und dort steht er zu deinem Sternzeichen erst einmal in Spannung. Und jetzt kann dieser Jupiter natürlich auch deine Selbstdisziplin ordentlich auf die Probe stellen. Ja, es könnte von allem etwas zu viel sein. Da gehört ein Teil auch dazu, dass man Übertreibungen, Überheblichkeiten oder eben halt auch Bequemlichkeiten frönt, die sich da breit machen wollen. Und manchmal werden eben dadurch günstige Gelegenheiten durch überspanntes Verhalten auch zunichte gemacht. Also hier ist es ganz gut, da das im Auge zu behalten, denn so ein gespannter Jupiter, der kann einen manchmal schon auf Wege bringen, wo man eigentlich von alleine gar nicht hingekommen wäre oder sich das selber gar nicht so ausgedacht hätte. Andererseits ist allerdings auch ein gespannter Jupiter ein Glücksaspekt, der auch für dich natürlich allerhand in Bewegung bringen kann, trotz der Spannung. Besser aufpassen musst du dann natürlich ab dem Zeitpunkt, wenn Jupiter rückläufig wird, vom 4.9. bis zum 31.12. Dann müssen teilweise auch kleinere Brötchen gebacken werden oder manche Dinge sind eben dann nicht mehr so groß oder so umsetzbar, wie man sich das vorgestellt hat. Also da einfach auch drauf achten in dieser Phase. Vor allen Dingen wird da auch sehr, sehr stark nochmal der Realcheck kommen. Jetzt haben wir Saturn, unseren Hüter und Begrenzer. Der bleibt noch bis zum 6.3. in deinem Zeichen und die Geburtstage der dritten Dekade stehen da noch weiter unter diesem harten prüfenden Blick vom Realchecker Saturn. Ja, das bringt immer noch allerhand anstrengende Situationen ins Leben und das verlangt auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und natürlich auch Aufmerksamkeit für das persönliche Kraftfeld. Ja, durch die Anstrengung kann man sich manchmal selber auch ein bisschen überanstrengen. Wenn ab dem 7.3. dann Saturn in den Fischen hinübergeht, dann kannst du natürlich erstmal aufatmen und dann ist sozusagen diese ganze Prüfungszeit auch erstmal für die kommenden Jahre erledigt. So, dein Herausforderer ist Uranus. Das ist ja
der eigene Herrscherplanet und der versetzt dich in allerhand also helle Aufregungen immer wieder aufs Neue. Er steht ja nach wie vor im Sternzeichen Stier und damit in Spannung zu dir. Und das bringt regelmäßig neue und plötzliche Veränderungen, Neuentscheidungen, Umbrüche, außerplanmäßige Ereignisse. Und das ist immer das, was einen dann mal ganz leicht durcheinander bringen kann. Und in diesem Jahr betrifft das jetzt ganz besonders die Geburtstage der zweiten und der dritten Dekade. Ja, der Uranus läuft ja schon länger im Stier. Also hat man da auch schon einen gewissen Kontakt damit bekommen, wie sich das manchmal anfühlen kann, wenn dann plötzlich und unerwartet alles anders ist. Auf jeden Fall, das Nervenkostüm kann immer wieder sehr stark beansprucht werden und du brauchst dann auch regelmäßig deine Auszeit, um dich einfach wieder zu sammeln. Es ist eine ziemlich verrückte Energie, die da am Werke ist. Und diese Spannung ist einfach auch irgendwo eine Gratwanderung im Hinblick auf die Themen von sich befreien wollen von Einschränkungen. Aber da muss man dann auch gucken, ob wie du selber, welche persönlichen Aspekte da eine Rolle spielen. So, es kann natürlich auch zerstörerische Tendenzen beinhalten und hier gilt es dann eben halt den Mittelweg zu finden, um, sagen wir mal, seinen eigenen Weg gehen zu können, ohne so viel dabei an Porzellan zu zerschlagen. Aber was zum Beispiel nicht mehr wirklich zu dir gehört, das will dann auch auf automatisch getrennt von dir werden oder aus deinem Leben gehen. Ab dem 23.03. wandert dann Pluto das erste Mal nach 246 Jahren wieder in den Wassermann. Und das ist eine historische Begebenheit, eine Besonderheit. Pluto wird uns erstmal bis zum 11.06.2023 die ersten Erfahrungen in dieser Positionierung vermitteln. Vollständig wechselt er ja dann im Januar 2024 in den Wassermann. Und dieser Langsamläufer ist dann besonders im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Veränderungen zu betrachten. Er gibt einfach auch an, in welche Richtung es jetzt geht und das halt mit einem ganz tiefen Umbruch. Das geht in die tiefsten Tiefen. Das nennt man, das würde ich so bezeichnen, wie eine Bodenwalze, die bereit gemacht wird, um alles umzupflügen, was mit den Qualitäten des Wassermanns im Zusammenhang steht. Klingt ein bisschen aufregend, ja, aber diese Transformation ist sozusagen das Thema für alle Qualitäten, die mit dem Wassermann zu tun haben, wie Freiheitsbedürfnis, wie das Gleichheitsbedürfnis, Brüderlichkeit, das Miteinander Verbundenseins, ja, also der Freundschaftsthemen, alles das oder Gruppengemeinschaften, all das steht auf dem Plan. Es geht einfach hier auch um Globalisierung bis hin in die tiefsten Ebenen. Es geht um Technisierung, es geht um Digitalisierung zu einem, aber dann eben halt auch um höhere spirituelle Werte und Erkenntnisse in allen Grundfesten, die da vollständig verändert werden können. Genaueres habe ich dazu allerdings auch in meinem Jahrbuch beschrieben, was du dann natürlich auch dir zulegen kannst, um dort einmal reinzulesen. Das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2023 hat dann einen Vorspann, wo dann die gesamten grundlegenden Planetenveränderungen auch nochmal beschrieben sind. Ja, in den Monaten von März bis Juni werden die Geburtstage vom 21.01. bis zum 25.01. diese besondere Umarmung der Sonne mit Pluto erleben. Und sind so die Vorboten den Zeitenwandel, der mit Pluto im Wassermann dann stattfindet. Wenn du zum Beispiel da ganz spezielle Fragen hast, wie das für dich weitergeht, dann komm ganz einfach zu mir in ein Beratungsgespräch unter www.bärbel-reu.de auf den Menüpunkt Beratung klicken und dann bist du ganz leicht schon bei mir. Ja, nun geht es erstmal weiter. Du
Wassermänner, alle Wassermänner, ihr habt natürlich auch den Kontakt zu allen vier Finsternissen, was ich schon im Spruch des Jahres angekündigt habe. Das heißt, dass die Finsternisse immer ein wichtiger Auslöser für spezielle Veränderungen mitbringen. Mit den Finsternissen vom zwei Finsternis der Sonnenfinsternis, 20.04., stehen die Geborenen der ersten und der dritten Dekade in Verbindung. Zur Mondfinsternis vom 5.05. haben die Geburtstage der zweiten Dekade Kontakt, und am 14.10. zur Sonnenfinsternis bekommt wieder die dritte Dekade Kontakt, das heißt günstige Impulse, und zur Mondfinsternis vom 28.10. bekommt die erste Dekade unterstützende Kräfte. Ja, das dazu. Jetzt komme ich zu den Zeiten der Liebe mit Venus in 2023 für dich. Die Liebe will in diesem Jahr richtig zelebriert werden. Gleich vom 3.1. an bis zum 27.1. läuft Venus durch dein Zeichen, und das stärkt natürlich deine Ausstrahlung, und du kannst außergewöhnliche Begegnungen bekommen und schöne Erfahrungen in Liebesdingen erleben. Im Wassermann ist die Venus ja immer so schön unkonventionell. Es passt natürlich zu dir als Persönlichkeit auch super gut. Da sind aber sehr viele überraschende Momente dabei, die du natürlich auch, wie es passt, eben dann auch sehr gemocht ist. Genieße einfach die Zeit und tanke für dich wirklich diese Energie auf. Vom 20.02. bis zum 17.03. steht dann die Venus in deinem befreundeten Zeichen Widder, und dort trifft sie dann schon auch am 27.02. bis zum 5.03. auf unseren Glücksplaneten Jupiter. Da kannst du nochmal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Wenn du zum Beispiel aufregende Abenteuer vorhast, dann ist das natürlich genau die richtige Zeit dafür. Vom 11.04. bis zum 7.05. steht dann die Venus in den Zwillingen. Ja, nun kannst du hier auch deinen Charme versprühen, denn die Flirtlaune ist da sehr groß. Da kann man so einige interessante Kontakte auch machen. Zwillinge, Venus mag es sehr in der Kommunikation. Und wer weiß, vielleicht ist da auch genau der Richtige oder die Richtige dabei für dich. Auf jeden Fall braucht es den geistigen Austausch. Ab dem 5.6. dann wandert unsere Venus in den Löwen, und dort verbleibt sie 4 Monate. Sie steht jetzt in einer interessanten, spannungsreichen, aber kreativen Spannung zu dir, und das kann dich natürlich aus heiterem Himmel da der Amorpfeil treffen. Das ist eine sehr heiße Liebeszeit, und das ist auch seit langem seit langem ist das dass die Venus so lange im Löwen gewandert ist. Das letzte Mal war das 2015. Also da ist für dich auch die Bühne bereitet, wenn du das natürlich zulassen kannst. Venus wird aber im Löwen dann auch ab dem 23.07. bis zum 4.09. rückläufig. Und das ist dann nochmal zusätzlich eine heiße Angelegenheit, weil hier auch unsere Lilith, das ist ja die wilde, ungezähmte Liebesgöttin, im Löwen dann unterwegs ist, und da kann es dann natürlich auch karmische Begegnungen geben. Und dazu in der Rückläufigkeit der Venus, da kann auch noch mal alte Liebschaften auf dem Tableau erscheinen, und das muss dann auch erstmal gehandelt werden. Ja, auf jeden Fall kannst du dich für spezielle Erfahrungen bereit machen. Ja, und jetzt habe ich für dich natürlich auch noch die Zeiten der Kraft mit Mars in 2023. Mars steht bis zum 12.01. in den Zwillingen in Rückläufigkeit. Und nach dieser Rückläufigkeit gibt sie sehr, sehr viel Kraft und Power. Dann im Mars-Power-Jahr bis zum 25.03. Da kannst du aus dem Vollen schöpfen und viel Energie tanken. Und das ist eine sehr, sehr starke Umsetzungsenergie, aber eben halt auch eine sehr starke geistige Energie. Vom 21.05. bis zum 11.07. wandert dann Mars durch den stolzen Löwen, und da steht er dir mit allerhand Energie zur Verfügung. Sie kann dich aber eben halt auch mächtig antreiben, weil es steht genau in der Spannung. Und das liefert aber auch so richtig viel Schöpferkraft. Und das will alles auch mit Ehrenhaftigkeit gemacht werden. Also du kannst auch schon ordentlich gepusht werden. Und manchmal kann es auch ein bisschen viel sein.
Wenn Mars dann vom 28.08. bis 12.10. durch dein befreundetes Zeichen Waage marschiert, da kannst du nochmal richtig deinen geistigen und stilvollen Charme auspacken. Die Liebessterne, die stehen dann sehr ausgezeichnet. Da kann man auch nochmal sich was richtig einfallen lassen. Also da ist auch diplomatische Energie unterwegs. Da kannst du natürlich nochmal richtig auch auf dem politischen oder diplomatischen Tableau noch etwas erreichen, wenn man also wichtige Verhandlungen hat. So, powerful wird es dann auch nochmal in der Zeit vom 24.12. bis zum 31.12., wenn Mars im Schützen unterwegs ist. Und da kannst du jetzt nochmal richtig in die Vollen eintreten, denn das liefert dir nochmal ordentliche tolle Kraftschübe für die letzte Woche des Jahres. Da ist dann nochmal richtig was los. Passt natürlich super auch zur Weihnachtszeit. Ja, und meistens hat man ja auch sehr, sehr viel zu tun. Ja, meine lieben Wassermanngeborenen, ich wünsche jetzt ein wunderbares, erfolgreiches, außergewöhnliches und energiegeladenes Power Mars-Jahr 2023. Und wenn du mit den Sternen planen möchtest und genau wissen willst, wann denn wofür die richtigen Zeiten sind, dann hol dir ganz einfach das Jahrbuch der Wochenhoroskope. Du siehst das ja hier im Hintergrund. Und wenn du bei YouTube unterwegs bist, da oben auf das i klicken, einfach da geht die Seite auf und da kannst du drauf gehen. Dann kommst du ganz schnell auch zu deinem eigenen Jahrbuch. Tja. Ein Gespräch mit mir und zum Beispiel ein Vorgespräch für ein Coaching kannst du ganz einfach bekommen, indem du mir eine E-Mail sendest oder bei mir auch auf der Webseite einen Kontakt aufnimmst. Da ist auch die E-Mail-Adresse eingelassen oben auf der rechten Seite. Und ein Beratungsgespräch unter www.berbe-roll.de auf den Menüpunkt Beratung klicken und schon bist du bei mir und kannst ein direktes persönliches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Ich habe auch den Live-Call jede Woche, wo ich dann auch die wöchentlichen Konstellationen bespreche, im Kontakt vielleicht auch zu deinen persönlichen Horoskopdaten schauen kann. Ja, und das mache ich immer jeden Dienstag um 18:15 Uhr. Tja, und wenn dir jetzt das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst auf YouTube, die Glocke aktivierst und mir vielleicht auch ein Like gibst, einen Daumen hoch. Und dann kannst du natürlich auch immer direkt die wichtigsten Infos ganz aktuell von mir bekommen. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe für die kommende Woche. Ach Quatsch, Entschuldigung, für das neue Jahr 2023. Ganz liebe Grüße von mir, Barbara Reuth, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut.